Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran, Freunde. Ich habe quasi meinen Zug verpasst, aber wir hören heute trotzdem noch rein bei Breakup von Helsinki und Montez. Ich freue mich sehr drauf. Das Ganze ist produziert von A-Side. Und, keine Ahnung, wir haben auf jeden Fall mit Montez und A-Side Quality am Start. Und über den mysteriösen Helsinki bin ich natürlich mindestens genauso gespannt wie ihr. Viele von euch haben sich das gewünscht, dass ich hier reinhöre, und ich habe auf Instagram auch den Trailer gesehen zum Musikvideo, und das war so super geil animiert. Ich hoffe, dass das ganze Musikvideo so sein wird, weil das sah irgendwie richtig, richtig clean aus. Ich bin gespannt. Link zum Original ganz oben natürlich, Freunde, in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, hören wir rein. Let's go. Das ist der Trailer. Der war auf Instagram. Okay, ab jetzt ist, glaube ich, neu. Holy shit, Digga. Bro, wie gut sieht denn das aus? Hä? Einfach... Ist das aus dem Computerspiel oder so? Nee, das ist schon einfach neuen Dings Disney-Film gemacht. Wall-E 3 einfach. Das sieht so gut aus. Holy shit, oder? Das sieht so gut aus einfach. Oh. Das war ein cooles Detail. Das ist Montez. Und auf seinem Rücken war gerade das Logo zu sehen von seinem Merch. Von seinem neuen Album auch. Ich bin sehr geflasht. Ich bin super gespannt. Das Musikvideo sieht bis jetzt so krass aus. Ich habe sowas noch nicht gesehen im deutschen Bereich, glaube ich. Fühlt sich an wie ein Breakup, Breakup. Doch es könnte so leicht sein. So leicht sein. Du schreibst mir auf die Mailbox, Mailbox. Doch schickst dein Herz auf die Timeline. Ey, ich bin wirklich geflasht vom Musikvideo, muss ich sagen. Und, der erste Part von Helsinki jetzt hört sich sehr gut an, finde ich. Also Props, Props. Mailbox, Mailbox, doch schick sein Herz auf die Timeline. Schon wieder seit Tagen streit, muss es sagen. Cloud Candy. Alles sein oder bleib, ich liebe allein. Sehr angenehme Stimmfarbe, finde ich, oder? Ich hab alles, was du willst, doch du willst immer mehr. Oh, wie heißt diese Serie? Die habe ich früher auch geguckt. Oh mein Gott, wie heißt diese Serie noch? Oh. Hab zum ersten Mal gedacht, dass es für immer wär. Es könnte so leicht sein. Es könnte so leicht sein. Wie kann es sein, dass ich gleichzeitig jemand hasse, den ich eigentlich lieb? War schon vorbei, doch um dich zu vermissen, reicht nur ein einziges Lied, denn es fühlt sich an wie ein Breakup. Das ist halt super catchy, ne? Das fühlt sich an wie so Sommer-Cabrio. Ich bin noch nie im Cabrio gefahren, Freunde. Sommer-Fenster auf im Auto halt. Der Wind weht durch eure Mähne und ihr hört das bei 27 Grad raus und habt eine gute Zeit. So hört sich das an. Ist halt super catchy auf jeden Fall. Das ist so ein Ohrwurm, holy shit, also wirklich, das Ding werde ich bis an mein Lebensende im Kopf haben, habe ich das Gefühl. Breakup, Breakup, doch es könnte so leicht sein. Warum machst du es mir so schwer? Es geht immer hin und her, schick dir wieder mal ein Herz.
Junge, dieses Musikvideo ist anders, oder nicht? Also wirklich, ich habe das im deutschen Raum, das erste, woran ich denken kann, ist Salmon, dieser kleine Alien-Dude. Aber das ist nochmal eine Ecke krasser, oder nicht? Auf WhatsApp, dass du nicht bemerkst, dass mich wieder aufblockiert, doch kannst mich nicht ignorieren. Schreibst mir dann wieder auf Insta, kommst du heute noch zu mir? Wir sind beide einfach bescheuert. Eigentlich ist alles doch gut, doch wir spielen gern mit dem Feuer. Hab dein Herz immer als Tattoo. Ist nicht so leicht, Mann, ich lüg dich nicht an, ey, es fühlt sich so an. Fühlt sich an wie ein Breakup, Breakup. Doch es könnte so leicht sein, so leicht sein. Du schreibst mir auf die Mailbox, Mailbox. Ich finde diese Welt da in diesem Musikvideo so schön, ich würde da richtig gerne drin leben irgendwie. Doch schickst dein Herz auf die Timeline, auf die Timeline. Schon wieder seit Tagen. Ich finde gut, wie man das im Hintergrund gefühlt hat so. Einfach gefühlt. That's not bad, this song. Danke. Directed by Hieroglyphen XYZ. Okay. Danke, Bro. Danke, dass ich weiß, bei wem es directed ist. Bei Schriftzeichen. Breakup ist auf jeden Fall erstmal ein fetter Ohrwurm. Ist so ein sommerlicher Song irgendwie. Und hat auf jeden Fall jetzt schon den Preis für das innovativste oder krasseste Musikvideo seit langem verdient, in my opinion, oder? Holy shit. So ein Musikvideo habe ich irgendwie seit langem oder noch nie im deutschen Bereich irgendwie gesehen. Sehr, 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 sehr krass, finde ich, geworden. Crazy. Ich bin sehr gespannt, falls irgendetwas nochmal kommen sollte von Helsinki. Ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche. Da ist so ein weirdes Y drin geplaced irgendwie, womit ich nichts anfangen kann. Da werden wir uns das auf jeden Fall gerne anhören. Montez mag ich sowieso gerne. Und, holy shit. Sehr stark geworden, fand ich. Typischer Ohrwurm-weibiger Sommersong. Und das Musikvideo war halt insane. Also ganz, ganz krass, finde ich. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare rein. Falls ihr auch mehr über Helsinki wisst, lasst es mich gerne wissen. Und dann würde ich sagen, oder falls ihr wisst, wie man ihn ausspricht. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit was Falsches sagen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns, Freunde, bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt so fresh und gut aussehen wie immer. Und ciao.